Hallo und herzlich willkommen zur 100, nee, zur 200 und ich habe keine Ahnung, x-ten Folge. Heute machen wir keinen weiteren Zoo-Rundgang, weil das Flipflop ist nicht da. Ja, genau. Ich wollte aber heute mal was anderes machen. Und zwar wollte ich mal, wir werden Steve's Cards nicht weitermachen heute, wahrscheinlich morgen dann. Die Sache ist die. Wir hatten ja Probleme auf dem Server, Tick-Probleme, ganz starke. Ich habe leider keine Screenshots gemacht und es auch nicht aufgenommen. Das wäre eigentlich besser gewesen. Ich hätte damals nur, ich war sehr verwundert und hatte ein bisschen auch Angst um den Server. Denn ich habe vor 2 Tagen das Problem gefunden. Warum der Server so laggt. Also ich denke, ich habe es gefunden. Das Problem liegt in... Moment, ich zeig's von hier oben. Liegt in diesem Chunk. Dieser Chunk hier ist das Problem gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber es ist auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, was war. Ob es Speicherung war von irgendwelchen Teil-Entities oder irgendwelchen NBT-Daten im Chunk. Ich weiß nur, dass alle Teil-Entities Probleme gemacht haben. Ja, wie soll ich es am besten erklären? Okay, wir fangen mal so an. Also was ist erstmal passiert? Ich hatte doch dieses Glas kaputt gehen gehört, in der Folge mit Steve's Cards. Später dann, am selben Tag, war dieser und dieser Block weg. Sie waren nicht mehr da. Noch später waren hier die Blöcke weg. Aus irgendwelchen Gründen. Ich wusste nicht warum. Und dann hatte ich das Glas immer wieder mal kaputt gehen gehört. Und Ende vom Lied war, hier dieses Kabel vom ME-System hatte an vielen Stellen mit einmal keine Kabel mehr. Die Verbindung in die Richtung war noch da. Also das Kabel war irgendwie komisch. Also praktisch müsst ihr euch vorstellen, dieses Pinöbelchen hier an der Seite war da, aber hier war kein Kabel. Genauso hier an der Seite war dieses Pinöbelchen da. Aber hier war einfach kein Kabel. Der P2P-Teil war nicht da. Es waren viele Dinge hier nicht da mit einmal. Und das hat mir ein bisschen zu denken gegeben gehabt. Und dann habe ich noch was anderes feststellen dürfen. Und zwar, dass diese Conduit-Fassaden und die Conduits auch weg waren. Da war im Endeffekt einfach nur in der Mitte so ein unsichtbarer kleiner Pinöbel. Und das hat sich dann immer schneller, immer weiter fortgeführt. Denn am Ende waren auch hier die Induction Furnace, einer davon, invalid. Dahinter ein paar Blöcke, invalid. Also irgendwelche unbekannten Blöcke mit fehlerhafter Information. Daher vermute ich, dass dieser Chunk das Problem war. Weil es war alles, was passiert ist, genau in diesem Chunk. Hier hinten auch. Slice and Spice. Veränderung. War im Endeffekt auch invalid. Ich habe ihn abgebaut, keine Energie mehr drin, kein Capacitor mehr drin, keine Axtschere, nichts mehr. Alles weg. Kiste immer unsichtbar geworden. Also es war sehr, sehr strange, sagen wir es so. Ich habe dann den Server neu gestartet. Die Dinger waren immer noch verbuggt. Am Anfang, bevor ich den Server neu gestartet habe, konnte ich sogar noch auf dem E-System zugreifen, hier hinten auf das Zeug. Ich konnte natürlich nichts reinpacken, weil hier hinten die Conduits, die es transportiert haben, verbuggt waren. Allerdings konnte ich noch sagen, ich möchte es gerne craften. Nach dem Server-Neustart waren dann die Kabel endgültig weg und ich konnte nicht mal mehr im E-System darauf zugreifen. Und es war halt auch hier hinten dieses rote Kabel hier mit der Stromverbindung war auch weg. Das heißt, das komplette P2P-Netzwerk war dann auch tot, weil hier einfach keine Energie mehr da war. Es war sehr, 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 sehr strange. Und hier unten sieht man es immer noch. Stimmt, hier sieht man es noch.
Hier ist auch ein Haufen Zeug weggegangen. Hier sind Kabel weggegangen, verschiedene Dinge, hier auch andere Blöcke und Teil-Entities. Es ist einfach alles irgendwie verschwunden und kaputt gegangen und war weg. Man sieht ja hier am besten, was passiert ist. So ein bisschen. Ja. Und das war wirklich einfach nur komisch. Ich habe dann alle Blöcke abgebaut, die irgendwelche Probleme gemacht haben. Alle Invalid-Blöcke abgebaut, die haben dann auch nichts gedroppt, alle. Das heißt, es muss wirklich irgendwas großartig kaputt gegangen gewesen sein. Hab dann alles wieder fein säuberlich nachgebaut in müßiger Kleinarbeit. Sodass das praktisch jetzt alles wieder funktioniert und wir alles wieder nutzen können. Und ja, nachdem ich das alles fertig hatte, hatte ich den Server nochmal neu gestartet. Zur Sicherheit. Und er läuft im Moment erstaunlich gut. Und ich habe keine Ahnung warum. Also, beziehungsweise ich habe jetzt eine Vermutung, dieser Chunk. Das gleiche Problem hatten wir übrigens. Hier hat es irgendwas resettet gehabt, aber das ist nicht das Problem. Wo waren das noch? Irgendwas war noch hier ein Chunk. Ich weiß noch gerade nicht was. Irgendwas war hier noch. Ach, hier hinten war's. Hier hinten war noch irgendwas kaputt. Also es war sehr. Ja. Unschön. Gut, dass ich das rausgefunden habe, dass alles in einem Chunk ist. Weil ich habe nämlich vorher gedacht, okay, der Server geht vor die Hunde, meine Base geht vor die Hunde. Weil halt wirklich nach und nach ist immer mehr verschwunden. Ihr müsst euch vorstellen, es waren ein paar Löcher im Kabel. Da dachte ich mir, okay, das ist strange. Dann habe ich kurz was anderes gemacht, guck wieder hier runter, fehlen noch mehr Kabel. Die ganze Zeit hast du immer Glas kaputt gehen hören. Es war, ich weiß nicht. Meine Vermutung ist folgende. Ich kann es nicht bestätigen, aber meine Vermutung ist folgende. Es gab ein Problem beim Speichern der Teil-Entity-Daten. Oder Teil-Entity-Informationen, MBT-Daten. Dass sie entweder nicht gelesen werden konnten oder dass da irgendwas Kleines war. Was hier ein paar Teil-Entities betroffen hatte. Und ich denke, durch die Security Station, die verhindert, dass man bauen kann am System, hat das System. Also es hatte keine Informationen mehr, wer die platziert hat, wer das war. Das war irgendwie weg oder keine Ahnung. Und Ende vom Lied war, das ME-System hat beschlossen, hey, puff, weg. Also als würde es neu platziert werden. Das ME-System hat gesagt, Moment, wer hat es platziert? Nee, das ist nicht der Spieler, der erlaubt ist. Nein, du darfst nicht dran rumwerkeln. Puff, hat es wieder kaputt gemacht. Das Teil-Entity war aber noch da. Deswegen war es noch verbunden und alles, aber irgendwie komisch. Hauptsache, es funktioniert jetzt wieder. Es war halt wirklich sehr strange, weil die ganzen Kabel, ihr müsst euch vorstellen, die Kabel sahen alle so aus. Ist das jetzt ernsthaft dahinter geflogen? So. Die Kabel sahen alle so aus. Das heißt, sie haben eine Verbindung nach oben, eine Verbindung nach unten, eine Verbindung zur Seite. Aber hier oben, müsst ihr euch vorstellen, war einfach nichts. Da war kein Block mehr. Also es hatte noch komplett falsche Informationen überall gespeichert. Und das war sehr faszinierend. Hier oben fehlt auch immer noch ein Block. Den war ich zu voll nachzubauen. Ja, die Bienen sind zum Glück nicht betroffen gewesen, weil der Chunk endet genau hier vor dem Aviary. Die war noch drinne. Hier sieht man es auch wieder. Das ist genau noch im Chunk drinne hier. Das Stück. Ja. Ich weiß nicht, was, warum, wie, weshalb. Aber ich habe hier gar nicht nachgeguckt, ob hier auch was kaputt war. Es scheint mir soweit noch halbwegs ganz zu sein. Hier sind Conduit-Fassaden, die sind aber auch alle ganz. Moment, warte mal, ich will nur gucken. Ah ne, der Chunk endet ja hier, okay, da kann ja nichts passieren. Da kann nichts sein, ne, alles gut, okay. Achso, was auch noch ist. Hier hinten ist auch noch ein Kabel verschwunden. Das muss ich irgendwann mal neu machen. Und hier ist auch Teil-Entity-Data verschwunden. Wie ihr seht, es ist keine Schaufel mehr drin. Das sind alles so Dinge, irgendwie Inventare wurden resettet, Dinge wurden resettet, alles irgendwie in dem Chunk und doof. Ja, naja, gut. Jetzt läuft erstmal alles wieder. Ja, genau. Stromprobleme hatten wir ja auch schon. Also wir hatten sehr viel Spaß ja schon hier auf diesem Server mit allem möglichen Kram, was wieder nicht funktioniert hat und was weiß ich nicht alles. Achso, was ich noch gemacht habe, das kann ich mir noch ganz kurz zeigen. Ich habe hier die Mana-Spreader auf Gaia-Mana-Spreader geupdatet. Den hier und den hier. Denn das Problem war, der Mana-Pool hat sich gefüllt. Das heißt, die Strecke ist lang hier zu dem
zu dem Mana-Spreader hier vorne. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis das Mana unterwegs ist. Das Ding hat aber auch schneller Mana geschossen. Das heißt, der Pool hat sich mit der Zeit voll gefüllt und Mana ist verloren gegangen und Wolle ist verloren gegangen. Und das war doof. Und jetzt ist es halt so, der Mana-Spreader ist wesentlich schneller als der. Das heißt, der Pool leert sich langsam. Denn das Problem war vorher halt, das Ding hat gesagt, ey, ich brauche Mana. Hat's Mana bestellt, hinten ging an. Problem war aber, der Pool war schon voll. Das heißt, der Pool hat mehr Mana immer gekriegt, als weg war. Und es war doof. Naja. Weiß gar nicht, wie sieht es denn hier hinten aus? Hier hinten, das sollte eigentlich ja funktionieren, ne? Ja, wunderbar. Gut. Ja. Genau, das wollte ich noch gesagt haben. So, jetzt sehe ich gerade, ich habe doch nur 10 Minuten gebraucht, das alles zu erklären. Ich hätte wesentlich länger damit gerechnet, dass ich da noch irgendwas erkläre oder so. Gut. Ich meine, wir können Steve's Cards vorbereiten noch ein wenig. Dass wir das machen. Und ich weiß auch nicht, warum wir hier übrigens so viel Wolle kriegen. Keine Ahnung, habe ich da World Upgrades drin? Ja. Ich weiß nicht, warum wir hier so viel Wolle reinkriegen und nicht so viel drüben bei unserer eigentlichen Wollsache. Das ist ein bisschen strange. Naja. Egal. Was machen wir jetzt? Dann... Ich hatte schon ein bisschen was gemacht gehabt. Ich hatte noch eine Coal Engine gemacht, eine Solar Engine hatte ich schon gemacht. Side Chests hatte ich schon gemacht und... Steve. Wir brauchen noch so eine. Ist mir aufgefallen. Und zwar... dem Ding können wir ein bisschen was ich glaube, es war die Junction. Jetzt habe ich mich selber wieder verwirrt. Es ist sehr effektiv. Ich mache noch beide. Eine von den beiden Rails war es nämlich, dass wir mit dem Ding interagieren können. Ich habe nur gerade keine Ahnung mehr welche. Ich vermute, es war die hier. Die Junction, nicht die Detektor. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen noch mal eine Kiste vielleicht. Dass wir da hinten ein bisschen was machen können. Dann bastel ich einfach vielleicht mal ein bisschen einfach nur rum. Das ging ja auch. So. Hier dann so ist dieses Factory Manager-Zeug. Warum sage ich immer Factory Manager? Stimmt gar nicht. So, Junction Ray. Okay, gelb. Storage Slots in den Manager von gelb, genau. Mach's mal weg. Und rot ist Tool Card from the Card in the Cargo Manager. Jetzt ist nur die Frage. Storage Slots Nee, ich brauch das Ding, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir testen mal ganz kurz. Es ist halt schon eine ganze Weile her. Ich hab's ja schon mal gesagt. So, hier folgendes. Go. Es fährt falsch rum. Jetzt hat es gedreht, okay. Nein, Moment. Es hat noch Setzlinge. Das ist doof. From the card. Muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Junction Rail braucht 10 Jahre zum Abbauen. Ich werde nochmal den Advanced Detector Rail probieren kurz. Aha! Okay. Advanced Detector war's doch. Gut, und damit kriegen wir es jetzt hin. Gut, so, jetzt ist es leer. Okay, wir kriegen das alles raus. Okay, wunderbar. Gut, das ist schön. Okay, dann machst du die Advanced Decoray. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich im Endeffekt nur dafür sorgen.
Genau, das sind dann praktisch die Input-Slots für das Ding, aber wir kriegen es nicht in die Kiste. Okay, dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie wir das regeln. Ich meine, wir können es einfach rauspumpen. Wir brauchen nur... einen Smelter brauchen wir noch. Dann für unser Quartier später. Moment. Wie hieß das Ding? Moment. Hammer gleich. Card Modifier. Allows you to disassemble and modify cards. Wir könnten noch dran rumbasteln. Aber... eigentlich möchte ich nicht... das so machen. Okay. Wir müssen halt... wie das Ding heißt, ich komme nicht auf den Namen. Das ist mein großes Problem gerade. Range Extender, Smelter, Information Provider, Experience Bank. Folgendes, bleib mal kurz stehen, Card, bitte. Disabled. Stehen. Gut. So. Woodcutting Core, ja. Okay, das sind die Sachen. Wir können aber nicht. Genau, wir mussten da noch irgendwas machen. CO2-freundlich. Okay. 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 Import Production Line. Das glaube ich irgendwas in der Form war's. Ich komme noch gerade nicht drauf. Manager Bridge connects the assembler with the manager. Nein. Ich weiß nicht. Ach man, das ist doof. Ich hatte nämlich nochmal gesucht gehabt nach Informationen. Das Problem ist aber, man findet relativ. Irgendwie komischerweise, ich weiß nicht, ob ich falsch google. Alle Baumformen, die ich finde, sind ohne irgendeine innere Regelung, was wohin kommt. Und es ist irgendwie komisch. Ich meine, ich könnte es mit dem Dingens machen, mit dem Factory, mit dem Ding, dass ich irgendwie die Slots kombiniere. Das Holz geht wieder zurück und wir. Weißt du was, wir machen einfach mal. Wir machen einfach mal ein Card und gut ist. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, ja. So, wir machen es nicht aus Galgadorian. Wir machen uns so eine Reinforced. Achso, die Rezepte sind ja weg. Yeah, da war ja was. Huch. Falsch. Ich habe da vergessen, die Rezepte weg. Wir haben noch ein bisschen Stabilized Metal. Ah, wir können Stabilized Metal machen. Okay, das Rezept ist noch da. Okay. Machen wir mal 10. Warum haben sie den? Fuck. So, Moment. Udo, Moment, du Buffer wäre. Stabilized Metal, machen wir 10. So.
Warten wir kurz, dann schmelzen wir das ganze Zeug. Ach, ich hatte nur 10 gemacht. Stimmt. Schon wieder vergessen, wie viel ich gemacht hatte. Gut, dann lassen wir das einmal durchballern. So. Dann warten wir mal auf die letzten 3. Und das sollte dann hoffentlich reichen erstmal, ne? Kann ich hier die Wheels machen? Ja. Okay. So, also ich möchte gerne das Ding machen. Wir brauchen jetzt aber das Ding. Einmal. Zweimal. Und einmal das Ding. Okay. Card Assembly. Bla. Ich mach's hier, da kann ich habe ich hier noch Zugriff auf das ME-System? Ja, okay, mach es hier. Wollte gerade mit nach hinten nehmen, aber nee, lass mal jetzt mal. Okay. Weil dann kann ich wieder so scheiße aus dem ME-System zugreifen. Wir brauchen das mal alles. Okay. So, wir haben die Engine, wir haben das, die Kisten, dann brauchen wir noch eine Baumfarm halt, die ich eigentlich aus Galgadorian machen wollte, aber... Lass mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Galgadorian brauche ich eigentlich dafür? Moment, vielleicht ist es, wie viel habe ich? Capacity 500. Galgadorian 120. Ich brauche 5. Ugh, nee. Wir machen Reinforced und gutes. Oder ein Hardened, eher gesagt. Ja, wir machen Hardened dann. Okay. Den kann ich eigentlich sofort mal machen. Wir kennen das hier so schlecht. So. Es blendet nämlich gerade von hinten irgendwie. Bei mir. Fenster von hinten. Sag nicht, ich habe nicht noch mehr. Ich habe zu wenig davon gemacht. Ich wusste es. Mann. Ja, gut, lassen wir das. Okay. Stabilize, das einmal bestellen nochmal. Dann brauchen wir jetzt. Also beziehungsweise ich möchte jetzt mal gerne ein Production Line. Nee. Module Input, glaube ich, ne? Add-on Slots haben wir. Wir haben Tools. Okay, Mensch. Wir testen mal. Ah, wo bin ich? Okay, machen wir es hier. Hier ist noch. Wie gesagt, manchmal bin ich einfach zu doof, um irgendwas zu machen. Das waren 6, toll. Das wäre jetzt zu viel gemacht. So, machen wir ein Harn-Ding. Gut. Gut. Detector Junction brauchen wir aber nicht. Das Ding einmal. Es fehlt. Blank Upgrade. Okay. Module Input. Input Chest with 21 Slots. Okay. Wobei ich immer noch mehr unsicher bin, ob das war. Wir machen nochmal das Ding.
Batterie hatte ich das immer gesehen und wollte ich mal gucken. So, und jetzt ist die große Preisfrage, wenn es nicht blenden würde von hinten. Smelter. Wollen wir Advanced Smelter? Wir machen mal Advanced Smelter. Vielleicht können wir mit dem ja dann den Input bestimmen. Das könnte sein, dass wir einfach nur einen Advanced Smelter brauchen. Okay. Gut. Das kann auch sein. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, das war so. Weil anders kann ich mir jetzt nicht erklären, dass wir bestimmte Dinge nicht haben. Brauchen wir irgendwas zum Craften? Nö. Wir könnten... Eine Backchest brauchen wir auch nicht. Wir exportieren das ja alles. Brauchen wir noch irgendwas für unser Kart jetzt? Das muss ich mir überlegen, weil ich habe keine Lust. Okay. Ist die kompakt? Die Basic kostet 12. Ich weiß nicht, ob die mehr macht, aber wir könnten theoretisch auch die Seiten einfach nehmen. Wir könnten so eine kompakt machen. Ist nicht so teuer. Oh, jetzt so eine kompakt. So. Das Ding. 1, 2. Das Ding. Uns fehlen Pisten. Piston. Einmal Piston, please. So. Machen wir so ein Compact Engine. Ist vielleicht schön, dann können wir eine Top Chest machen. Top Chest, die kostet auch am meisten Modular. Ich glaube, das ist dann auch mit die größte. Wäre jetzt meine Vermutung. Wir brauchen erstmal noch ein paar davon und dann nochmal davon. Und dann einmal das da. Top Chest. Wunderbar. Okay. Front Chest kriegen wir nicht hin. Blablabla, blablabla, mehr brauchen wir nicht. Torch platzieren müssen wir auch nicht. Wir müssen einfach nur jetzt das Kart erstmal assemblieren. Machen wir das mal. Wie gesagt, das ist wieder so ein bisschen Probierfolge, weil es ein bisschen her ist. So, kann ich das Ding. Nein. Das Ding. Nö. Okay, gut, dann funktioniert schon mal nicht. Advanced Smelter. Add-ons. Advanced Smelter. Okay. Dann tauschen wir mal. Also, beziehungsweise, es passt ja nicht hier mit. So, Compact Engine. Wir nehmen mal das da. Ja, und dass es wirklich reicht. Bin mir unsicher. Brauchen wir noch das Ding? Die Top Chest noch. Sieht auf jeden Fall schon mal größer aus. Ich gehe mal schlafen, weil hier hinten können Mobs spawnen. Darauf habe ich keine Lust. Gut. Alles klar. Sonnen. Sehr. Diesmal ging das Schlafen sogar schneller. Ich bin erstaunt. So, was sind denn Attachments? Was sind Attachments, bitte? Attachment. Achso, Cake Server, Randomizer. Typ Add-on. Experience Bank. Okay. Okay. Shooter, Advanced Shooter. Das sind alles Attachments. Okay, das sind aber nicht Dinge, die wir irgendwie brauchen. In irgendeiner Form. Ich würde trotzdem gerne irgendwie, also wir werden die Engines halt so machen, wie ich es ja schon gesagt habe. Wir haben eine Solar Engine und wir machen dann noch eine. Wir haben ja dann noch die Cool Engine, die sich hoffentlich selbst bauen wird. Ich will trotzdem mal gucken. Steel's Quartz Engine. Gab es eine Advanced Cool Engine? Es gibt eine Thermal Engine, die wollen wir aber nicht. Okay, und das hier war nur dieses komische, genau. Okay. Gut. Trotzdem Angst, dass mir irgendwas fehlt. Drinne im Kart halt. Und zwar dieses komische Ding, was hatte ich noch gesehen. Dieses Management-Sache. Nee.
Wie sah das Ding nochmal aus? Ich hab keine Ahnung mehr. Chunklore brauchen wir nicht. Power Observer. Ich komme nicht mehr drauf, was ich noch machen wollte, was ich gucken wollte. Ob das hilft. Oder ob das mir noch hilft. Also, ob das mir noch hilft. Ob das hilft, ja. Ist das gleiche. Nee, ob das das ist, was ich meinte. Ich finde es nicht mehr. Wie hieß denn das? Nee. Ich fühle mich gerade echt verarscht. Kann man nicht irgendwie einfach auch dazu schreiben, was es macht? So ein bisschen? Das wäre schön. Das wäre echt schön. Das ist, glaube ich, nur wenn du es fahren willst. Okay. Gut, wir probieren es einfach. Solar Engine habe ich drin, das ginge nicht. Das kann ich nicht reinpacken, das kann ich nicht reinpacken. Habe ich jetzt alles drin? Moment, wir haben einen Smelter. Duplicates auch laut, ist mir egal. Wir haben einen Top Chest, wir haben einen Cutter, wir haben eine Coal Engine, wir haben eine Solar Engine. Ich klicke auf Assemble. Wir brauchen Kohle. So. Okay, das würde eine Stunde dauern. Tut es aber nicht, weil wir schneller sind. Wir haben die Möglichkeit, die Zeit zu manipulieren. Okay. Dauert jetzt kurz einen Moment. Ich will es gerne mal kurz nochmal ausprobieren, bevor wir die Folge beenden. Und wenn es nicht funktioniert, disassemble ich es. Und dann werde ich im Creative nochmal ausprobieren. Im Singleplayer. Was jetzt von diesen ganzen Teilen das Ding ist, was ich haben will. Okay. Wir haben 20% schon. Eine Stunde auf eine Minute runtergeballert. So muss das sein. Ja, ne? Und ihr so? Wann kommt die Folge am Sonntag? Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ja. Es ist sau spannend, sowas zu tun. Aber es ist trotzdem besser, als dass ich jetzt wirklich eine Stunde hier sitze und warte, bis das Ding fertig ist. Nur um es auszutesten. Ja. Irgendwie geht's ganz langsam nur voran. Achso, wir haben keine Kohle mehr. Ah, ich bin bescheuert. Okay. Das könnte einiges erklären. Man sollte immer auf seinen Kohlevorrat gucken. Wenn man da irgendwas beschleunigt. Weil die Kohle ja auch schon nach. Ne, das geht wesentlich schneller. Yeah. Upsi. Das war mein Fehler. Ja. Okay, wir haben 50%. Das ist wesentlich schneller. So, ich mache jetzt noch, bis das Ding sich verabschiedet und zum Aufladen geht. Okay, füllen wir noch einmal nach. Und dann ziehe ich jetzt durch. Dann verschwindet gleich das Ding aus meinem Inventar. Und geht zum Aufladen. Der Eiselreichenwand. Jojojo. Wir hätten das wesentlich besser haben können. Wir hätten es in einer Fuge schaffen können. Aber nein. Okay. 70% haben wir. Okay. Wie gesagt, ich will das diese Folge noch schaffen.
heißt, das Ding geht gleich zum Aufladen. Ach nee, Moment, das ist glaube ich noch kaputt. Moment, dann könnte ich es doch mal zeigen. Eigentlich. Ja, stimmt, es geht nicht zum Aufladen. Okay, warte. Dann probieren wir das Kopf vielleicht doch heute nicht. Ich weiß es nicht. Hier sieht man noch das Kaputte. So, nebenbei hier, hier, hier. Es ist noch verbunden, aber so sieht's aus. Das muss ich endlich mal abbauen. Fällt mir gerade auf. Genau. Hier runter. Beziehungsweise, nee, ich weiß, wo ich schnell aufladen kann. Hier! Es ist so krank. Okay. Mach es jetzt doch noch fertig. Auch wenn es wieder eine 40-Minuten-Folge wird, dann wird die nächste Folge kürzer. Es tut mir leid. Müssen wir ein bisschen kürzer treten, nächste Folge. Da habe ich vielleicht dann auch ein bisschen mehr vorbereitet oder so. Und dann. Wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir heute noch so viel machen. Ich hatte damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich 20 Minuten das Problem erklären werde. Ich habe natürlich vergessen, dass da oben das ist, sonst hätte ich das noch zeigen können. Aber naja, Mensch, was war's jetzt? Ist ja egal. Und so. Lalalalalala. Okay. Ist fast geschafft. Fast geschafft, fast geschafft, fast geschafft. Yay, wir haben einen Mario Kart. So. Change Output Location. Genau, wunderbar. Und da können wir jetzt hier sagen, wir wollen gerne in... Engine. Moment, 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 Moment. Disable, disable, disable. Sei still. Böses mein Kopf. So. Okay. Genau. Wir haben die Solar Engine. Produziert jetzt nicht ganz so viel Power. Aber das, was aus dem Smelter kommt, kommt in die Coal Engine. Und der Smelter sollte, glaube ich, wenn ich mir recht entsinne, das komplette Holz bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden wenn ich hier einen Baum pflanze. Kurz. Und mal gucken, wenn wir den mal groß machen, so, und das Ding hier aktiviere wieder, fährt es in die andere Richtung. Herzlichen Glückwunsch. So schnell kann es gehen. Ich finde es... Okay, gut, auf Wiedersehen. Ich finde es schön, wie riesig die Solarpanels einfach nur sind. So, okay, jetzt chop the tree. Chop the tree, please, mein Gott. Okay. Okay. Ja. Da muss ich schauen, wie das funktioniert. Kann ich das eigentlich hier drauf? Nein, das ist nur Elementar. Schade. Gut, dann müssen wir anscheinend dafür sorgen, dass wir hier irgendwie alles rausnehmen und danach das Zeug in die Coal Engine packen. Und dann müssen wir das. Gut, aber das machen wir das nächste Mal. Ich informiere euch nochmal ein bisschen mehr, damit ich jetzt hier nicht wieder der letzte Trottel dastehe und dann gucken wir weiter, ne? Also dann, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ja. Noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann machen wir ein bisschen mehr und besser und schöner und schneller und weiter und... So weiter, ne? Dann. Tschüss.